Ich glaube, wir wissen mittlerweile, warum er den Bann wirklich bekommen Moin hat. Leute, wenn ihr die letzten Wochen und Monate öfter mitbekommen habt, dass ich über Bannwellen von Activision gesprochen habe und ähnliche Sachen, war das jedes Mal, weil man Berichte hört, weil man Leute hört, die man nicht kennt, dass sie zu Unrecht gebannt worden sind. Und dieses Thema geht schon seit langer Zeit. Und Activision hat ja vor vielen Wochen versprochen, dass all diese Fehler behoben worden sind und Leute, die unschuldig gebannt werden, dass das nicht mehr vorkommt. Gestern live im Stream, ich zock mit der Community. Einer der besten Zuschauer, der besten Kumpels von mir online, lädt sich extra, weil wir Scheppi-Sagt-Runden spielen. Das heißt, ich gebe ein bisschen was vor, alle bei mir in der Lobby spielen zusammen das, was ich sage. Zum Beispiel alle nur mit Messer oder alle kriechen über die Map. Er lädt sich nach 3 Wochen, weil er nur noch New World spielt, Cold War wieder runter. Er ist 3 Sekunden in der Lobby drinne, ist mit mir im Discord und fängt an zu schreien. Ihr werdet das hier hören. Ganz ehrlich, was soll die Scheiße? Wollen die mich? Ich bin gerade richtig aggressiv. Ich starte das Spiel, downloade es, Shader-Installation, kaufe mir was im Shop, will mit Chappy anfangen zu zocken. Bam, gebannt. Was soll die Scheiße? Mal ganz im Ernst. Ich habe das Dreckspiel seit 2 Wochen nicht mehr gespielt. Und bin gebannt? Ernsthaft? Ey, was für Hurensöhne, Alter. Ronny, das kann ich euch garantieren, hat noch nie einen Aimbot installiert gehabt, hat noch nie Cheat-Software installiert gehabt, hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Ist ein ganz normaler Casual-Gamer, wie jeder andere von uns auch. Gestern, er hat gesehen, dass wir richtig Fun haben, war im Stream, hat Zeit gehabt und wir sind halt die richtige Community geworden auf Twitch. Und jeder, der schon seit März, seitdem ich da angefangen habe, dabei ist, ich kann das fühlen, wenn wir gemeinsam Sachen machen, dass es einfach witzig ist. Und es tat mir so leid gestern, er hat das Game runtergeladen und ist 20 Sekunden später gebannt worden. Dann haben wir geguckt, wir konnten nichts machen, gar nichts. Also hat er Activision Support angeschrieben. Und der Activision Support hat nach 24 Stunden geantwortet und ich werde es euch einblenden und währenddessen mal kurz vorlesen, was sie schreiben. Hallo Moritz, Ihre Beschwerde wurde überprüft und wir haben zusammen mit unserem Sicherheitsteam bestätigt, dass Ihr Konto dauerhaft gesperrt wurde, weil nicht autorisierte Software benutzt und Spieldaten manipuliert wurden. Da Sie zum Zeitpunkt des Verstoßes der Kontobesitzer waren, wird die Sperrung nicht aufgehoben. Wichtige Info, Leute: Ronny Moritz hat seinen Account nicht mit jemandem geshared, hat noch nie ein Cheat-System irgendwo installiert gehabt, hat noch nie irgendwas Artiges benutzt, hat kein Chronos, gar nichts. Ein ganz normaler Spieler, wie jeder andere auch, der 3 Wochen lang gar nicht gespielt hat vorher. Um die Integrität unserer Sicherheitssysteme und unserer Methoden zur Erkennung aufrechtzuerhalten, sind das die einzigen Informationen zu Ihrem Fall, die wir laut unserer Richtlinie mit Ihnen teilen dürfen. Das heißt, Activision, es ist der Support von Activision, schreibt ihm, sagt euch, wir haben dich gebannt, wir können dir nicht sagen, warum. Lebt damit oder kauft das Game neu für dich. Die Entscheidung ist abschließend und ihr Fall ist jetzt geschlossen. Das heißt, es ist völlig egal, ob wir im Recht sind oder nicht. Wir haben das für dich entschieden auf Grundlage von X. Kein Mensch weiß warum. Es lässt sich nichts dran ändern. 70 € für ein Game plus alles, was man für CP-Points ausgegeben hat, für Skins ausgegeben hat, alles Mögliche mit einem Schlag weg. Stellt euch vor, das passiert euch als Streamer mit 3, 4, 500 Zuschauern vielleicht. Das ist euer Business und ihr werdet von einem Unternehmen gesperrt, was mehrere Milliarden Dollar jedes Jahr nimmt und drauf scheißt, was mit jedem einzelnen Spieler passiert. Während Millionen Cheater seit Monaten und Jahren Warzone, Cold War, Modern Warfare unterwandern und nichts getan wird. Das Geilste, Leute, sollten Sie momentan irgendwelche anderen Activision-Spiele spielen, vermeiden Sie in Zukunft derartige Verstöße und halten Sie Ihr Konto in einem guten Zustand. Das, Leute, ist der Support, der für uns Kunden, Spieler notwendig ist. Stellt euch vor, ihr geht zu Karstadt, ihr geht nur durch Karstadt, ihr geht nur dadurch, ihr fasst nichts an, werdet von dem Detektiv festgehalten, werdet durchsucht, euch wird eine Anzeige erstattet, ohne dass ihr was gemacht habt, ihr werdet verklagt, müsst eine Geldstrafe zahlen und der Richter sagt euch bei der Berufung, das ist jetzt so entschieden, lebt damit. Leute, das geht Richtung Diskriminierung, es tut mir so leid für ihn, es ist eine absolute Frechheit und die Inkompetenz von diesem Scheißhaufen von Activision ist mittlerweile an einem All-Time-High angekommen. Und ganz ehrlich, Leute, ich erzähle euch noch was. Ronny hat keine Cheat-Software, keine Drittanbieter-Software, kein gar nichts. Die Stats von Ronny könnt ihr euch auch angucken.
1, 3er KD, 20% Prezi, ganz normale Stats. Nichts davon hat mit Cheaten oder sonst was zu tun. Kein Chronos, kein gar nichts. Null. Und während diese ganzen gelackmeierten Affen überall nur noch Verschwörungen sehen und sagen, jeder Warzone-Spieler cheatet und gar nicht mehr auf ihr Leben klarkommen, werden solche Leute gebannt, die aktiv sich dagegen aussprechen, dass Leute, die cheaten, frei herumlaufen dürfen. Ronny spielt Cold War, COD auf dem PC. Ist keine Software, kein gar nichts dabei. Ich würde nicht so eine Welle machen, Leute, wenn ich mir da nicht sicher wäre oder wenn da irgendwas wäre. Ich meine, 1,3er KD, Leute, was denn? Der schlechteste Aimbot der Welt oder was soll es sein? Er hat Windows 11 installiert. Auf Reddit gibt es viele Posts, dass Windows 11 bei Activision aus irgendeinem Grund für Warnsignale sorgt und sagt, Fremdsoftware, hier müssen wir was machen. Das ist nicht das erste Mal, dass Activision mit einer Bannwelle in die Community eingreift, die völlig ungerechtfertigt ist. Im April diesen Jahres habe ich euch das Video hochgeladen, der Nuclear Sale Bug. Tausende von Spielern im Zombie-Modus, Cold War, sind auf der Welt gebannt worden, ab einem gewissen Level, ohne Begründung. Und zwar ultimativ wie hier. Die Antwort auf Anfragen war, du bist gebannt, du hast Pech gehabt, leb damit. Ich habe ein Video darüber gemacht, da gab es Einzelne, die gesagt haben, nee, die haben bestimmt alle gecheatet. Eine Woche später, obwohl Activision in einem Tweet daraufhin von großen Streamern behauptet hat, nein, so ein Bug gibt es gar nicht, war in den Patch Notes ganz unten in winzig klein Removed Nuclear Sale Bug. Sie haben genau gesehen, sie haben da einen Bug gehabt, der dafür gesorgt hat, dass Leute, Tausende, gebannt werden. Und damals hast du als Antwort bekommen, du hast ja die Möglichkeit, dir das Game trotzdem nochmal neu zu kaufen. Leute, das ist, ich mache wirklich viele Witze über diesen Scheißhaufen von Laden und ich kann euch nur eins ganz klar sagen. Ronny hat keine Cheats, kein gar nichts, ist einfach nur ein ganz normaler Mensch, der einfach nur die Franchise mag, sehr oft mit mir spielt, mit anderen, der New World spielt, ist ein ganz normaler Junge. Und Leute, es ist nicht so, dass hier eine Mutter umgebracht wurde, aber du wirst hier um dein Geld betrogen, wirst aus einer Community ausgeschlossen, diskriminiert, mit diesem Dreckspack von Hackern in eine Schublade gesteckt, ohne auch nur eine einzige Sache falsch gemacht zu haben. Und jetzt kommt es. Ronny hat vor 1,5 Jahren zu Zeiten von Modern Warfare 19 ohne Sinn nichts dafür getan, von Activision auf dem Konto irgendwie 100.000 COD-Points bekommen. Er hat keine Beschwerde gehabt, er hat das nicht angefordert, kein gar nichts. Er konnte in das Game nicht starten, hat es ein paar Mal wieder versucht vor 1,5 Jahren. Und plötzlich sind die COD-Points da gewesen. Auf eine Anfrage mit diesen COD-Points, dass die entfernt werden, gab es nie eine Antwort. Das ist 1,5 Jahre her. Gestern hat er gesehen, ich wollte mir im Stream, ich habe zumindest überlegt, ich habe seitdem Cold War da ist, nicht einen Cent im Shop ausgegeben, habe das Scream-Bundle gesehen und war am Überlegen. Ich habe es mir nicht gekauft, ich würde es mir auch nicht kaufen. Ich kann nicht hier sein, dieses Unternehmen kritisieren für all diese Methoden und dann den Shop leer kaufen. Das machen andere, das ist auch kein Front, muss jeder selber wissen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und er hat versucht, er hat es schon mal gemacht, aus dem Shop etwas Kleines zu kaufen und du kannst es einem anderen schenken. Das hat er hier versucht und das Game hat ihm gesagt, nee, du kannst das nicht verschenken. Er hat immer noch diese ganzen COD-Points gehabt. 1,5 Jahre, nachdem er die bekommen hat. Er hat nie drum, es ist einfach, warum auch immer, es war einfach da. Activisions Schuld, nicht die vom User. Gestern geht er online, 20 Sekunden, weg. Wir können uns nicht vorstellen, dass es Windows 11 ist. Ich bin der Meinung, dass Activision hier durch diesen probierten Kauf plötzlich über irgendein, ich weiß nicht, ob es ein Anti-Cheat überhaupt aktuell gibt. Wenn ja, ist es scheiße, Activision. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Auf Reddit gibt es mittlerweile hunderte Leute, die sagen, sie werden gebannt, weil sie Windows 11 benutzen, was einige schon können. Und wenn ihr mir erzählen wollt, Leute, dass die seit 1,5 Jahren an einem Anti-Cheat-System arbeiten, was so gut sein wird und man hat so eine große Fresse gegenüber den ganzen Cheat-Firmen aktuell, und kriegt es nicht hin, unschuldige Leute nicht zu bannen und diese Anträge auf Entbannung zumindest zu bearbeiten, dann muss ich euch sagen, ist diese Franchise für mich gestorben und sollte sie auch eigentlich für jeden anderen. Ich werde auf Twitter, Activision Support, über YouTube-Partner, alles Mögliche versuchen, eine Lösung dafür zu finden. Ronny Diggi, es tut mir leid, ich habe gestern auf Twitter
mit Exclusive Ace noch geschrieben. Er sagt, er kann leider auch nichts machen, weil die bei Activision ihm auch nicht mehr antworten. Also es ist, Activision ist mittlerweile ein Unternehmen, Leute, was führungslos ist. Sexismus, die Cheat-Problematiken, einbrechende Umsätze, Vergewaltigung, Selbstmorde. Die Franchise geht langsam nach unten und es tut mir leid und es tut mir vor allen Dingen für alle Spieler leid und auch von euch. Ich habe von euch schon oft gehört, dass ihr gesagt habt, ey, ich wurde gebannt, ich habe nie was getan. Und glaubt mir, es ist nicht böse gemeint, aber es ist natürlich schwer für uns, die euch nicht persönlich kennen, zu sagen, ja, auf jeden Fall hast du nichts getan. Aber jetzt, nachdem ich es live im Stream gesehen habe und es ein Kumpel von mir ist, denke ich mir, YouTube und Twitch ist noch nicht meine Haupteinnahmequelle, weil ich arbeite einfach noch Vollzeit nebenbei. Aber was ist, wenn das meine Haupteinnahmequelle wäre und ich streame 8 Stunden am Tag Vanguard zum Beispiel oder Warzone und plötzlich sagt Activision, dein Account ist jetzt gesperrt, du hast Pech gehabt. Das, Leute, da können, also das muss man sich vorstellen. Ich bin hart getroffen, würde euch bitten, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dass ihr von Activision gesperrt worden seid, gebannt worden seid für irgendetwas, dass wir das sammeln können. Ich werde versuchen, da weiter mit anzukämpfen, aber wie gesagt, ihr merkt das vielleicht auch, das ist ein ernsthaftes Thema für mich und das ist halt auch gar nicht witzig. Und passt auf, also, und jeder, der mir jetzt, oder jeder, der überlegt in den Kommentaren, ob er schreibt, bestimmt Kronos oder nur am Heulen, ganz ehrlich, jetzt Auge zu Auge, einfach deabonnieren, weg. Das eine ist Content, Unterhaltung, das Kritisieren gehört auch dazu. Gerade wenn jemand wie ich, der diese Franchise so liebt, möchte, dass es wieder gut wird. Aber das hier ist einfach Real Talk und das ist eine Frechheit und ich denke die ganze Zeit dran. Es kann mich genauso treffen, es kann mich von jetzt auf gleich genauso treffen. Ich kann aus dem laufenden Stream rausfliegen und nicht mehr ins Game kommen. Und zwar nie wieder, weil Activision nicht in der Lage ist zu unterscheiden, wer aktiv cheatet und wer einfach nur spielen möchte. Lasst ein Like da, Leute, lasst keins da, es ist mir egal. Würde mich freuen, wenn ihr aber in die Kommentare schreibt, wenn es einer von euch so schon erlebt hat. Ronny Diggi, wir lassen uns was einfallen, dass du auf jeden Fall trotzdem zocken kannst, auch wenn du gesagt hast, dass du keinen Bock mehr drauf hast. Ich kann das verstehen, es tut mir leid.